Ninkara ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Boden, existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich zu Ninjask entwickeln. Ninkara ist ein mittelgroßes, vierbeiniges und zikadenähnliches Pokémon, das weiß, hellblau und rot-grau erscheint. Bis auf die rot-grauen Krallen ist der übrige Körper weiß gehalten. Der eigentliche Körper ist mit einigen dünnen schwarzen Linien gemustert und der Kopf ist unmittelbar mit dem Torso verbunden. Die beiden kleinen hellgrünen Flügel sind an den Seiten zu erkennen und unten wachsen die beiden relativ dünnen, aber kräftigen Beine. Das Käfer-Boden-Pokémon verfügt über zwei kräftige Krallenfüße als vordere Gliedmaßen. Der runde Kopf läuft zum Mund hin spitz zu, rechts und links davon wachsen die beiden von den Kader äußerst wichtigen Tastfühler. Schließlich sind an den Seiten des Kopfes die beiden Augen zu erkennen, die sich aus schwarzer Lederhaut, grünen Iriden und schwarzen runden Pupillen zusammensetzen. In der Shiny-Form ist Ninkara an den ansonsten weißen Körperstellen leicht goldgelb gefärbt. Ninkara ist ein schwächliches und langsames, aber robustes Pokémon, welches körperliche Attacken gut aushalten kann. In Kämpfen erwehrt es sich hauptsächlich durch den Einsatz seiner kräftigen Clownfüße, welche es zum Beispiel mit Kratzfuri oder Metallklaue für sich ausnutzt. Es nutzt seine erdige Umgebung mit Schaufler oder Lehmschelle aus. Nicht zuletzt kann es Gegnern mittels Absorber Kraft absorben. Die meisten in Kader besitzen für die Käfer-Pokémon häufige Fähigkeit Facettenauge, die die Genauigkeit ihrer Attacken steigert. Andere Exemplare verfügen über die versteckte Fähigkeit Angsthase, die es ihnen erleichtert, vor Feinden zu fliehen. Ninkara verharrt im Dunkel der Erde, welche seinen Lebensraum darstellt. Es ist sehr empfindlich gegenüber Sonnenlicht und meidet es aktiv, weshalb er fast sein gesamtes Leben unter der Erdoberfläche verbringt und nahezu blind ist. Es verlässt sich daher auf seinen Tastsinn und erkundet mit seinen schnurrbartähnlichen Antennen die Umgebung. Ninkara baut sein Nest im Wurzelgeflecht großer Bäume, dies mit Hilfe seiner scharfen Krallen aufkratzt, um an Flüssigkeit und Nährstoffe zu gelangen. Während es auf seine Entwicklung wartet, regt es sich dabei kaum. Dabei ist Ninkara der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe, wobei es eine einzigartige Besonderheit aufweist. Bei der Entwicklung entstehen unter den richtigen Bedingungen zwei verschiedene Pokémon gleichzeitig. So entwickelt es sich zu Ninjask, wobei auch ein Ninja-Tom entstehen kann. Bei der Entwicklung bricht Ninkaras Käferpanzer ähnlich einem Kokon auf und entlässt das flugfähige Innere, welches große Flügel ausbildet. Die leere Hülle wiederum entwickelt ein Eigenleben als eigenständiges Pokémon. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung durch das Erreichen von Level 20 zu Ninjask ausgelöst, führt der Trainer höchstens 5 Pokémon und einen leeren Pokéball mit sich, bildet sich auch ein Ninja-Tom. Mit seiner Typenkombination ist Ninkara immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf-, Gift- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Wasser-, Eis- und Flugattacken und der Rest macht normalen Schaden.